Willkommen zu einem weiteren Video, meine lieben Freunde. Heute in diesem Video geht es um mehrere Themen, die auch schon öfter in den Kommentaren gefragt worden sind. Nämlich zum einen, was denn mit den ganzen Randomizer-Projekten los ist, was ist mit Mega Ruby los, was ist mit Pokémon Y los, was ist mit den ganzen anderen Projekten los, auch mit der NEC im Stream, was ist denn da los, warum geht die Randomizer nicht mehr? Das werde ich jetzt heute alles in diesem Video besprechen und belabern, und dann geht es noch beim Hauptthema, denn ich möchte einen eigenen 3DS Randomizer Hack machen von Pokémon Alpha Saphir. Ihr könnt es ja schon am Titel irgendwie sehen oder am Thumbnail, das heißt Pokémon Storm Sapphire, und es ist auch ein Randomizer Hack so gesehen. Und das Ding ist halt einfach, dass ich das alles schon fast fertig hatte. Ich hatte auch schon eigene Models eingebaut, sowas all, und das Problem war jetzt einfach, dass die Pokémon Alpha Saphir Edition nicht mehr randomizbar ist. Das heißt, sie haben eine Sicherheitslücke, die es gab zum Randomizen halt, haben sie jetzt ausgearbeitet. Beziehungsweise sie haben da eine Sicherheitslücke, ich glaube, da war nicht mehr eine Sicherheitslücke drin, das ging einfach so, aber sie haben es halt einfach versaved, also sie haben es einfach irgendwie mehr gesichert, sodass man jetzt nicht mehr das Spiel randomizen kann. Ich kann jedoch immer noch Pokémon Y randomizen, womit ich übrigens das ja auch schon ausprobiert habe mit dem Logo und allem, wie ihr hier sehen könnt. Das konnte ich noch randomizen, aber halt Alpha Saphir nicht mehr, was ein bisschen schade ist, weil Alpha Saphir ist so viel cooler zu randomizen. Deswegen komme ich auch nicht mehr bei Omega Rubin rein, weil sich das auch nicht mehr, also ich kann halt das normale Spiel spielen, womit ich auch Wi-Fi Battles mache, aber ich kann den Randomizer nicht mehr starten, was halt mega, mega scheiße ist. Weil Mega Ruby war halt ein richtig nices Projekt und ich hätte das gerne noch zu Ende gebracht, also das hätte ich echt gerne zu Ende gebracht. Aber es geht ja leider nicht mehr, weil, also fürs Erste zumindest nicht mehr, weil diese Sicherheitslücke jetzt da ist. Und das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob sich das ausbessern wird in den nächsten paar Monaten oder ob es irgendwie jetzt für immer so sein wird, dass wir hier keine Alpha Saphir Edition oder Omega Rubin Edition mehr randomizen können, weil das waren so die nicesten Projekte auf meinem Kanal. Alpha Saphir Randomizer war richtig krass, die Mega Ruby Randomizer mega mega am Abgehen. Und das pisst mich gerade mega an, weil ich wollte meinen eigenen Hack jetzt erstellen für Alpha Saphir, in einem Let's Play vorstellen und dann auch für alle halt, naja, zwar nicht auf meinen Hauptkanal online stellen, aber auch für einen, für alle, die es jetzt playen wollen oder zocken wollen, auf einen anderen Kanal halt online stellen, die sich gut mit Homebrew und sowas alle auskennen. Deswegen, da wäre auf jeden Fall, ziemlich nice geworden, aber das Ding ist halt einfach, dass wir Alpha Saphir jetzt nicht mehr randomizen können. Und das Ding ist, das Randomizen an sich ist ja nicht mehr illegal. Das ist ja nicht illegal, man muss ja die Original-Edition dafür besitzen. Und ich habe Alpha Saphir, glaube ich, 3-4 Mal oder so jetzt zu Hause hier rumliegen, weil ich schon mehrere Randomizers machen musste, die parallel liefen. Und deswegen, ich habe das Spiel, glaube ich, 3-4 Mal. Und das ist halt ein bisschen komisch so jetzt, ne? Ich habe es hier 3-4 Mal, das aber nicht mehr randomizen, obwohl es nicht mal illegal ist. Deswegen ist, einige meinten noch so, ja, ist doch gut, wenn die sich halt ein bisschen erhöhen, aber das Ding ist, ich kann das Ding ja trotzdem noch hacken. Ich kann den 3S ja trotzdem noch homeruhen, das geht ja alles noch. Aber ich komme halt nicht mehr in die Randomizer rein. Deswegen, also die Sicherheitslücken sind alle noch da. Man kommt da noch rein, das war nach 2 Tagen wieder nach dem Update möglich, da reinzukommen. Aber das Problem ist halt, man kann das nicht mehr machen. Man kann auch jetzt auch keine Pokémon mehr gennen auf Alpha Saphir, glaube ich, und Omega Rubin, soweit ich das mitbekommen habe. Man kann da keine mehr mit PK Hacks gennen. Finde ich jetzt gar nicht mehr mal so schlimm, weil ich habe genug Pokémon auf meinem 3DS drauf. Aber trotzdem ist es ein bisschen blöd, dass man halt so viele Sachen jetzt nicht mehr machen kann, die eigentlich für manche YouTuber, Poketuber eigentlich relativ relevant waren. Weil dieses ganze Gen, dieses PK Hacks mäßige macht man halt, wenn man halt wenig Zeit hat, um irgendwas zu züchten und etc. Und Leute wie Sefi oder Leute wie ich oder Zero oder andere Leute, wir haben halt manchmal nicht so viel Zeit halt, um irgendwas zu züchten, und das ist halt dann viel sinnvoller, die dann zu gen oder halt von Zuschauern zu bekommen, die Pokémon, und dann damit zu kämpfen. Die sind ja immer noch legit, die Pokémon. Das ist genauso, als würde ich jetzt ein Pokémon züchten, dann nimmt mir halt nur die Zeit weg, das nimmt mir halt nur die Zeit wieder, die ich halt davon eigentlich weggenommen bekomme, wenn ich das züchten würde. Das dauert einfach viel zu lange. Und das ist halt mega, mega schade, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, weil, so können ganz, ganz viele andere Leute jetzt nicht mehr die Pokémon gen. Also das ist jetzt, mich juckt es gerade nicht, weil ich ein gutes Team eigentlich so habe, das, mit dem ich auch die ganze Zeit spielen kann. Aber andere Leute wird es natürlich schon ein bisschen jucken. Und ja, dann kommen wir nochmal zurück zu dem Hack. Was habe ich mir denn darunter vorgestellt unter dem Hack? Also, ich werde die Städtenamen ändern wahrscheinlich. Da könnt ihr mir auch gerne Vorschläge zu Städtenamen noch in die Kommentare schreiben. Ich werde halt dann weiter daran arbeiten, wenn Alpha Saphir dann wieder randomizbar ist, wenn es irgendwann gehen sollte.
Dann werde ich YouTuber. Wie zum Beispiel Zero, Sefi, Regi, andere Leute noch, Caleb oder keine Ahnung, noch andere Leute in den Hack mit einbauen als Arena-Leiter oder als Team Magma, Team Aqua-Leute. Irgendwie so. Es wird auf jeden Fall noch ziemlich lustig. Das war wie bei meiner Alpha Saphir Challenge, mein erster. Da war ja auch der Mock, glaube ich, Team Magma-Leiter. Der Shadi war Team Aqua-Leiter. Zero war, glaube ich, Champion. War auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Hat mich sehr, sehr, hat euch auch sehr, sehr unterhalten, muss man sagen. Und ich fand es auch relativ cool, das Projekt. So eine Art will ich das aufbauen, nur für jedermann, damit das jeder auch zocken kann. Und, ja, was kann man denn noch dazu sagen? Puh, was kann man denn noch dazu sagen? Also ich werde, wie gesagt, die Pokémon randomizen. Ich werde speziellen Trainern auch spezielle Pokémon geben auf einem speziellen Level. Also wird nicht alles gerandomized sein. Ich werde zum Beispiel den Arena-Leitern spezielle Pokémon geben und andere Pokémon-Typen vielleicht. Das kann alles kommen, aber die normalen Trainer sollten schon gerandomized sein, aber es wird auf jeden Fall ziemlich nice, glaube ich. Natürlich kann man den Hack nochmal randomizen nach der Randomizer, das heißt, ihr könnt das Spiel so gesehen, ja, obwohl es schon gerandomized wurde, nochmal randomizen, wenn ihr nicht mehr wollt, dass die Arena-Leiter so viel Standard-Pokémon, also dass sie so ein Standard-Team halt haben. Aber ich werde es schon ein bisschen schwerer machen für euch, auf jeden Fall. Und, vielleicht werde ich noch ein paar Models swappen, also das, was wir bei Mega Ruby gemacht haben, ein paar Models tauschen, randomizen. Das kann man auf jeden Fall auch vielleicht noch in Betracht ziehen. Weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das nice finden würde, wenn man die Models nochmal ein bisschen swappen würde. Dass es halt eine mega Crap-Nicer wird, also dass halt alles random ist, was random sein kann. Und das wäre halt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice, glaube ich, wenn man das so umsetzen könnte. Ja, also die fliegenden Relaxus kriege ich leider immer noch nicht hin, aber das sollte auf jeden Fall schon alles so halbwegs im machbaren Bereich sein, dass man da was Cooles auf jeden Fall schaffen kann. Deswegen, also das wird auf jeden Fall nice. Ich freue mich da schon mega drauf, aber wie gesagt, ist im Moment noch diese Sicherheitslücke nicht mehr vorhanden, die man dann nutzen kann, um in die Randomizer reinzukommen, was halt wirklich sehr, sehr schade ist, weil ich arbeite gerne an Hacks und das Wochenende hätte ich jetzt echt gerne genutzt, um halt noch ein bisschen daran rumzuarbeiten, weil ich eigentlich genug Zeit hatte, um das zu machen, weil ich dieses Wochenende nicht viel vorhatte. Leider geht es jetzt nicht mehr. Leider hat das alles nicht so funktioniert, wie ich wollte. Leider, leider, leider. Leider. Aber okay, wait. Dieses Weitere will ich mich mal bedanken für den ganzen Support, den ich in den letzten Tagen bekomme und, die ganzen Likes und alles mögliche, das ist auf jeden Fall richtig krass. Ihr gebt mir da echt einen guten Support in den letzten paar Tagen. Freue mich auf jeden Fall richtig, richtig drüber. Das ist echt krass wieder, was ihr mir für einen Support gegeben habt. Und auf jeden Fall vielen Dank an euch für den ganzen großen Support. Das ist einfach nur richtig nice, was ihr in letzter Zeit wieder macht. Das ist einfach, also, ihr wisst gar nicht, wie nice es für einen YouTuber ist, wenn man so sieht, dass Leute sich über Videos freuen und dann einen Daumen nach oben da lassen oder sehr oft draufklicken auf das Video und auch einen netten Kommentar da lassen. Das freut einen YouTuber halt schon sehr, sehr, sehr und motiviert einen auch immer noch, weitere Videos zu machen. Ich hatte halt eine Phase letztens, da hat echt fast jeder mein Video gedisliked oder hat auch echt keiner irgendwie normale Kommentare geschrieben. Es hatte so wenig Aufrufe und alles mögliche und das hat mich echt ein bisschen runtergemacht. Das Ding ist, wenn man ein Hoch hatte und dann auf ein mega krasses Tief geht, dann ist man natürlich ein bisschen sad. Das ist bei vielen so, das ist bei Zero, bei Sefi, bei ganz, ganz vielen auch so, aber man muss weiterarbeiten, man muss weiter dranbleiben, um halt wieder was aufbauen zu können. Das ist alles, das habe ich so gemacht. Ich habe jetzt zwar eine kleine Pause wieder gehabt, aber ich habe jetzt wieder angefangen, konstant Videos zu machen, 2 bis 3 Videos. Streams sind jetzt ein bisschen weniger geworden, aber kommt vielleicht auch mal wieder, muss ich noch schauen. Aber ich versuche wieder dran zu bleiben, um halt immer noch konstant da zu bleiben, wo ich eigentlich bin. Und ich möchte halt auch immer noch euch schöne Videos bereiten, damit ihr ein cooles Video für die Woche habt oder für den Tag habt. Deswegen, da versuche ich halt konstant dran zu bleiben. Und ja, es haben sich einige beschwert, dass ich wegen Pokémon Generations, dass ich das nur wegen Klicks machen würde. Pokémon Generations ist, glaube ich, das Videoprojekt, was am schlechtesten, glaube ich, von den Aufrufen läuft. Aber ich mache es halt einfach, weil ich es cool finde, so zu reacten und es manche gibt, die das feiern. Deswegen verstehe ich nicht, warum sich da Leute wieder aufregen. Leute regen sich über jeden Scheißdreck auf und deswegen, falls du jetzt gerade, oder die Leute, die gerade zugucken, die das behauptet haben, was zur Hölle, ist echt, chillt mal euer Leben, kümmert euch mal lieber um eure eigenen Sachen, anstatt irgendwas zu behaupten, was nicht stimmt, ja. Ja, deswegen würde ich sagen, das geht auch weiter so, das geht auch so weiter, Pokémon Generations, ist mir egal, wie ich aufrufe, das machen würde oder wie viel, das geht einfach weiter, weil es einfach mir Spaß macht, das zu reacten und ja, Leute, damit beende ich auch das Video, ich hoffe, ihr freut euch drüber und
Freut euch über den Hack und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr irgendwelche Ideen für den Hack? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, alles so halbwegs mit einzubauen. Und deswegen würde ich auch sagen, Leute, habt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Montag, soweit man einen Montag auch genießen kann. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao, Leute. Haut rein. Ciao.